Hallo allerseits und herzlich willkommen zur mantischen Mittagspause. Heute mal nicht live, sondern aus der Retorte. Aber ich wollte euch auch, während ich unterwegs bin, davon profitieren lassen, welche Hofkarten gerade aktiv sind. Wir sind jetzt am Ende der Krebsphase angelangt. Also 10 Tage lang haben wir noch Krebszeit. Aber heute auf 20 Grad Krebs gibt es, obwohl wir eigentlich immer noch Königin der Kelche-Energie atmen könnten, denn das ist ja die Krebskarte, laut den Regeln des Golden Dawn eine neue Hofkarte. Ich habe, bevor ich die euch zeige, hier nochmal bereitgelegt, was jetzt die letzten 10 Tage los war. Ne? Die Königin der Kelche hier aus dem wunderschönen Röhricht-Tarot zusammen mit der 3 der Kelche, der Karte der Fülle. Das waren die Themen der letzten 10 Tage und ich hoffe sehr, dass ihr in den letzten 10 Tagen genau diese Themen der Hingabe, der Intuition, des Sich-Fallen-Lassens und ja, der Fülle gemeinsam oder alleine leben konntet. Jetzt gibt es einen energetischen Umschwung und der hängt damit zusammen, dass wir nicht nur eine neue kleine Karte bekommen, sondern auch eine neue Hofkarte, die dann von diesen 10 letzten Graden des Krebses bis die ersten beiden Dekaden des Löwen aktiv sein wird. Löwe, Feuerzeichen, da ist wohl mit einer Feuerkarte zu rechnen. Und laut den Regeln des Golden Dawns ist diese Karte dann der Prinz der Stäbe. Der Prinz der Stäbe wird ja gerne gleichgesetzt mit dem Ritter der Stäbe im Waitsmith-Tarot. Tatsächlich ist es aber so, dass der Prinz der Stäbe eher dem König der Stäbe im Waitsmith-Tarot entspricht. Also wenn ihr das Waitsmith-Tarot nehmen wollt, dann legt euch bitte den König der Stäbe für die Hitze des Sommers, für die Löwezeit heraus. Und der Prinz der Stäbe ist hier im Röhrichteck wirklich auch sehr schön dargestellt, wie ich finde. Also ich finde es total süß mit diesem Herzchen hier unten, das so leicht angebrochen ist. Ne? Das passt schön zu unserem Kristallherz hier. Und die Prinzen im Röhricht-Tarot werden immer alle mit geschlossenen Augen dargestellt. Bei ihm hat man das Gefühl, dass er vor sich hin träumt. Ein Auge ist sogar zugeklebt und in ihn hinein fällt ganz viel an Dingen, die er aufsammelt, um sie dann zu verarbeiten und irgendwann auszudrücken. Hier ist auch eine kleine Brust versteckt, also er ist eher sinnlich unterwegs. Schaut euch auch seinen sehr sinnlichen Mund an, dieser Prinz der Stäbe. Und er spricht von Träumen, aber auf der anderen Seite auch davon, dass wir wieder losgehen werden, dass wir aufbrechen werden, sobald wir das, was in unseren Kopf einfließt, verarbeitet haben. Also vielleicht kann man das so sagen, die letzte Dekade des Krebses ist dazu da, nicht mehr nur wie die Königin der Kelche vor sich hin zu treiben und ja, der Intuition Raum zu geben, sondern das, was so aufgestiegen ist in den letzten 30 Tagen der Königin der Kelchezeit, dass wir das jetzt immer mehr sammeln, filtern, zu etwas zusammenbringen und dann damit nach draußen gehen. Aber jetzt ist es noch zu überlegen, daran erinnert mich auch das Herz, auch die Brust, was ist es, was meine Leidenschaft am meisten antreibt und wie kann ich es umsetzen? Ja, auch die kleine Karte spricht dafür, dass das die nächsten 10 Tage keine absolute Aufbruchsstimmung sind. Wir sind ja auch noch in der Krebszeit und der Krebs ist nicht unbedingt die Aufbruchskarte schlechthin, sondern ein Zeichen der Heimat, des Sich-Einkuschelns, des Sich-Wohlfühlens. Und ich hatte euch ja gesagt, dass wir jetzt bisher die 3 der Kelche hatten. Da wir noch in der Krebszeit sind, ändert sich bei den kleinen Arkana noch nichts. Wir bleiben im Wasserelement und somit kommt nach der 2 der Kelche
die Dekade, vor der, die jetzt gerade zu Ende geht. Und der 3 der Kelche, die Dekade, die jetzt zu Ende geht, die 4 der Kelche. Ja, und die 4 der Kelche ist die Karte, die den Untertitel Üppigkeit trägt. Sie ist Mond im Krebs zugeordnet. Und ich mag auch hier diese Röhrig-Interpretation sehr gerne. Bei Wade Smith, wisst ihr ja, da sitzt dieser Mensch unterm Baum, sieht so ein bisschen mucksch aus, passt zum Mond im Krebs und kann sich nicht so richtig motivieren. Und hier habe ich den Eindruck bei dieser Karte, dass Beständigkeiten, die man hatte, das ist irgendwie so ein Vorhang mit Kelchen drauf, der löst sich auf, der trudelt weg. Und das ist so das, wie ich auch Wasserenergie empfinde. Emotionen, ja, wir können Emotionen einfach nicht halten. Eine Situation, die einmal schön war, die in der Fülle war, geflossen ist, ja, die kann nicht auf ewig gehalten werden. Denkt nur daran, wie das mit der Liebe ist. Den Zustand des Verliebtseins auf ewig in der Form, wie es beim ersten Mal ist, wenn wir uns in jemanden verlieben, die ist kaum aufrechtzuerhalten. Irgendwann ändern sich die Gefühle. Und die meisten Beziehungen zerbrechen nicht daran, dass man nicht mehr verliebt ist, sondern dass man nicht zulässt, nicht mehr verliebt zu sein und in eine andere Form der Liebe, der Beziehung gehen muss. Das sagt diese Karte für mich sehr stark aus. Es ist eine sehr starke Konzentration darauf, emotional festzuhalten, was einmal war, anstatt sich dem Fluss des Lebens, dem Fluss der Emotionen hinzugeben. Und das ist eine sehr schöne Aufgabe für die kommenden 10 Tage. Du kannst dir ja mal überlegen, wo gebe ich mich nicht dem Fluss meiner Emotionen hin? Wo sollte ich loslassen emotional und zulassen, dass ich mich neu emotional ausrichte? Der Prinz der Stäbe, der schläft noch. Du musst das nicht heute und nicht morgen tun, aber es ist eine gute Gelegenheit, da in den nächsten 10 Tagen. Ja, wie man beim Meditieren sagt, wenn ein Gedanke kommt, sieh ihn dir an, aber lass ihn auch wieder ziehen, genauso mit deinen Emotionen umzugehen. Das wäre eine Übung, die du machen kannst. Die Tarotlegung von Thomas the Hermit oder Thomas of Hermit's Mirror, die stelle ich dir erst beim nächsten Mal vor, wenn wir wieder live die mantische Mittagspause zelebrieren. Für heute, glaube ich, ist das ein sehr schöner Impuls. Es wird spannend in den nächsten 10 Tagen mit diesen beiden sehr sich treiben lassenden, hingebungsvollen Karten. Passt sehr schön zu meiner Urlaubszeit. Und auch euch wünsche ich eine tolle Zeit. Vielleicht macht ihr Urlaub, vielleicht seid ihr aber auch einfach nur am Arbeiten und gönnt euch eine kleine Flow-Session ab und zu. Wie auch immer, ich denke an euch. Und wir freuen uns sehr bald darauf, wieder mit euch live unterwegs zu sein. Macht's gut. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.